Ansonsten würde ich jetzt zu Part 2 fortfahren. Wir sind auch relativ gut in der Zeit. Und im zweiten Teil der heutigen Veranstaltung geht es darum, was bekommt ihr, was bekommen Sie an Kultur in Wetzlar mit? Müssen jetzt keine eigenen Projekte unbedingt sein, können es aber immer noch sein. Aber auch so Projekte, die man so mitbekommt, an denen man aber selbst nicht teilgenommen hat, zum Beispiel. Wieder einfach melden. Das machen Sie, indem Sie unten in der Leiste auf Reaktion draufdrücken und dann auf Hand heben. Und Und eine dann können wir Sie Regel, dran nehmen. Erik, eine Regel musst du sagen. Ja, es gibt eine Zeitbegrenzung von No. 1 Minute. Wir versuchen das diesmal durchzuziehen. Letztes Mal habe ich immer ein Schild hochgehalten mit noch 10 Sekunden. Das wurde eigentlich nicht beachtet, von daher werde ich jetzt einfach versuchen, reinzureden, wenn die Minute um ist. Also einfach die Hand heben, wenn jemand was zu sagen hat, wenn er berichten oder wenn er oder sie berichten möchte, was man an Kultur in Wetzlar mitbekommt, auf der Also es Straße, soll so ein ansonsten. Potpourri sein, so eine Sammlung sein, dass man einfach mal alles, was zum Brainstorming, was einem kommt. Ist es ein Klatschen oder ein Handheben? Sie dürfen, wenn Sie wollen. Das soll ein Handheben. Ich habe keine Hand, ich habe nur Daumen hoch und das. Es gibt auf der Facebook im Moment eine ganz tolle Seite, die heißt Kultur in Wetzlar. Da haben sich ganz viele Kulturschaffende zusammengetan und jeder kann seine Projekte da einstellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wer das initiiert hatte, aber das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auf einen Blick sehr viele kulturelle Projekte kennenzulernen, zu entdecken, sich zu vernetzen und auch einfach mal mitzukriegen, was machen die anderen. Da wird immer ein Bild und dann ein kurzer Text eingestellt. Und ich fand das eine tolle Idee, weil man da wirklich richtig viel sehen kann. Dankeschön. Kurz und knapp, sehr schön. So wollen wir es. Weitere Beitragende, also einfach nur, was Sie, was ihr an Kultur in Wetzlar mitbekommt. Und Können vielleicht auch. sage ich auch noch was, weil einige Hemmungen haben, ist, die Jugend hat Vorrang, aber das heißt nicht, dass man ab 25 nichts sagen darf, ja? Also ruhig frei raus. Ja, Herr Steinratz, jetzt ist es ein Melden. Jawohl, jetzt ist es ein Handheben. Ich mache es auch gleich wieder runter, damit wir es nicht vergessen. Ja, ich sage jetzt mal, vor Corona hat ja Wetzlar ein unheimlich großes kulturelles Angebot gehabt, sei es Lottehof, sei es in der Avignon-Anlage, sei es das Weinfest am Schillerplatz. Das ist natürlich jetzt alles eingeschränkt und ich fand es auch sehr interessant, was jetzt hier heute an Online-Projekten vorgestellt worden ist, beziehungsweise was es an Online-Projekten auch gibt. Also hier das mit dem, ich sage jetzt mal Gitarre, war ein anderes Instrument, aber es gibt auch Mittel und Wege, dass wir nicht ganz kulturlos sind. Was wir natürlich alle, und das muss ich sagen, merke ich ja auch, diese Videokonferenzen sind schön und gut, aber es fehlt der persönliche Kontakt zu den Menschen. Und Kultur lebt auch von dem Kontakt mit Menschen, nicht nur online, sondern auch wirklich, dass man Präsenz sich trifft. Und da hoffe ich, dass wir jetzt zukünftig hinkommen. Und Wetzlar hat ja auch, die Frau Dietsch weiß das ja, Wetzlar hat immer ein großes Kulturprogramm gehabt und ich denke mal, das werden wir auch entsprechend weiterführen, wenn wir wieder uns mit mehr Menschen treffen können. Ich weiß noch, letztes Jahr waren wir am Dudenhofener See, da hatte der Frank Mignon eine Veranstaltung mit 150 Leuten, schön alles auseinander an der frischen Luft. Also von der Seite her, Wetzlar ist kulturell sehr gut aufgestellt und deswegen, ich weiß nicht genau, was Sie mit Ihrer Frage wollten, aber es muss auch mal gesagt werden, dass wir nicht aus dass wir hier ein gutes kulturelles Angebot haben. Und ich freue mich auch drauf, wenn wir wieder da voll einsteigen können. Wie gesagt, online ist schön, aber Kultur lebt auch vom Feeling. Und das kann man am Bildschirm leider nicht Ja. immer so darstellen. Dankeschön. Dankeschön, auch von unserer Seite. Ja, auf jeden Fall. Danke. Als nächstes, Andrea meldet sich. Und ja. So, mit Mikrofon geht es besser. Ja, ich bin Andrea Volk, wohne hier in Nauenheim, bin hier im Ortsbeirat und auch
Wetzlar in der Stadtverordnetenversammlung für die SPD. Ich denke, Wetzlar gibt es neben dem, was schon genannt wird, sicherlich vieles, was die Musikschule anbietet, auch an Veranstaltungen, Sinfonieorchester oder eben auch das Kellertheater, was ja schon über Jahrzehnte auch regelmäßig ein Angebot macht in Zeiten außerhalb von Corona. Das sind sicherlich große Dinge, die auch über Wetzlar hinaus ausstrahlen. Was mir aber auch wichtig ist zu benennen, ist, dass in den Vereinen und auch in den Kirchengemeinden auch relativ viel an kulturellen Angeboten stattfindet. Und das kenne ich von den Stadtteilen so, gibt es in Wetzlar in der Kernstadt sicherlich auch das eine oder andere. Herr Werenfeldig hat es ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, also ein Beispiel gebracht von der Kreuzkirche. Und ich habe so die Sorge, dass doch vieles auch vom Vereinsleben jetzt für Erwachsene, Gesangvereine und Ähnliches, leider sehr unter der Situation leidet. Und die Frage ist, ob, wenn sie irgendwann wieder aktiv werden können, wer noch sozusagen dabei ist. Und dass doch vielleicht der eine oder andere leider auch abspringt. Da müssen wir sicherlich gucken, was wir auch unterstützen können, damit Vereine auch, die kulturtreibend sind, auch weiterhin existieren können. Was ich aber auch nochmal betonen möchte, ist, was vom Kinder- und Jugendtheaterprojekt, was ich über die Jahre mitbekommen habe, ist, was ich immer sehr beeindruckend finde, Selin, deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dass ihr wirklich sehr, sehr viel miteinander entwickelt, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, dass das eine sehr demokratische Veranstaltung ist. Und ich finde, das ist auch was ganz, ganz Wertvolles, neben dem, was ihr an klassischer Kultur auf die Bühne bringt. Das war's im Moment. Dankeschön. Michaela und ich sehe es gerade nicht, Rippel. Unten links auf dem Bildschirm, da können Sie sich entstummen. So, ja. Dankeschön. wollte ich mich doch auch mal melden. Also mein Name ist Michaela Rippel. Ich bin Fördermitglied im Kulturzentrum Wetzlar. Ich bin auch Mitglied von der Kulturinitiative Hörsturz und Nachrückerin gerade für die Stadtverordnetenversammlung in Wetzlar für die Grünen. Das nur zu meiner Person. Genau, ich wollte nur, dass nicht vergessen wird, das Kulturzentrum Fanzis, wie gerade gesagt, also wir haben etwa 120 Veranstaltungen üblicherweise im Jahr. Dass nicht nur Konzerte sind, das sind Lesungen, das sind auch Theaterstücke und viel auch Veranstaltungen, die durch auch Jugendliche mit organisiert werden. Also gut, zum Beispiel die Heavy Metal Konzerte, also SPH, genau, die Contest etc. Da wird schon ein bisschen was gemacht, sage ich jetzt mal. Ich will nicht sagen viel, aber es könnte mehr sein. Lebt aber auch so ein bisschen von dem Anstoß durch, ich sage mal, die Jugendlichen selbst, die vielleicht ihre Kultur gestalten möchten. Genau. Und es gibt natürlich auch Veranstaltungen dann in Café Vinyl, kann ich nur nennen. Kostenfreier Eintritt mit internationalen Künstlern. Ja. Dankeschön. Weitere Stimmen aus der Stadt zum Thema Kultur in Wetzlar. Herr Voskanian, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, absolut richtig. Genauso wie man es schreibt, so spricht man es auch. Zu dem, was die Frau Volk gesagt hatte, vielleicht noch ergänzend, ich bin Mitglied der Stadtverordnetenversammlung für die CDU-Fraktion und auch im Kulturausschuss. Und da hatten wir vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich das Thema Chöre. Wie geht es unseren Chören? Da sind ja auch viele Vereine, viele Mitglieder, die sich da organisieren, auch schwieriges Thema, weil viele auch mittlerweile abspringen oder sagen, ich habe keine Lust mehr, es dauert mir zu lange. Es ist halt für die Vereine natürlich auch schwieriger, die Leute zu halten, wenn keine Proben stattfinden etc. Und habe ich gesagt, Kultur muss ja auch irgendwie sichtbar sein. Und das war auch das, was der Herr Schäfer gesagt hatte, Kultur ist auf der Straße. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, der hoffentlich aufgegriffen wird oder auch umgesetzt wird, dass man sagt, warum die Altstadt, die ja auch so ein bisschen darunter leidet unter dieser Corona-Krise, warum nicht die Altstadt ein bisschen beleben, indem man die Chöre, auch wenn das jetzt nicht die perfekten Umstände sind, aber lasst die doch einfach mal in der Altstadt proben, ja, sperrt vor dem Dom beispielsweise
einen größeren Bereich ab und dann kann man mit viel Abstand und wenn das Wetter es zulässt, auch mal proben, dann gehen Leute vorbei, sehen, da passiert irgendwas, ja, das wird jetzt nicht groß angekündigt und selbst wenn man dadurch ein paar Mitglieder gewinnt oder Interessenten, ist das ja auch eine schöne Sache. Und bei eine andere Sache noch, die Kollegin vom Jugendtheaterprojekt wird sich eventuell erinnern können, sitzen wir auch beide in dem Gremium für die Kulturleitlinien der Stadt Wetzlar. Und ich saß relativ weit hinten bei diesem ersten Treffen und konnte so ein bisschen alles überblicken und habe aber festgestellt, dass relativ wenige junge Leute da anwesend waren. Also neben mir saß eine alte Klassenkameradin und ich bin jetzt auch schon, ja, ich sag mal nicht mehr ganz jung, aber auch nicht mehr ganz alt. Die Kollegen vom Jugendtheaterprojekt war da und mir haben so ein bisschen die jungen Leute gefehlt. Das war auch damals ein Vorschlag, den ich gemacht hatte. Wo sind denn hier die jungen Menschen, wenn es um auch Kultur geht? Ich hoffe auch, dass wir da in diese Richtung noch mal ein bisschen mehr arbeiten können, ein bisschen mehr junge Leute einbeziehen können, was die Kulturleitlinien anbetreffen. Ja, soweit erstmal von mir. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der wahrscheinlich öfters noch mal aufgegriffen wird, dass sich manche Bereiche nicht wirklich repräsentiert fühlen. Ja, Joachim, du meldest dich. Ja, ich wollte nur sagen, bin ich an, ja. Was mir halt auffällt, wenn ich durch die Stadt gehe an Jugendkultur, sind für mich immer die Leute mit dem Skateboard, ja. Ich kenne die nicht näher, aber da spüre ich so auch eine gewisse, es gehört ja auch einen gewissen Mut dazu, sich sichtbar zu machen, zu zeigen. Ja, auch in den Umfragen habe ich gemerkt, da waren ja zwei Skaterinnen, auch die Mode, ja. Da ist ja ein interessantes Interview mit diesem Mädchen, was ich sonst nie angesprochen hätte, die auf Instagram wirklich richtige Kunst, Kultur, Mode, Kunst, ich weiß nicht, ich bin kein Kulturexperte. Das fällt mir, es fallen Dinge auf, auch Graffiti in Wetzlar, ja, oder die Straßenmusik, samstags vor allem. Ich bin immer dankbar, wenn da einer den Mut hat und mit der Gitarre steht und die Altstadt damit auch belebt. Ja, das sind so, was mir so durch den Kopf geht. Ja. Ja, Frau Rathe, schätze ich mal. Ja, nicht so ganz, weil ich bin über den Computer meines Mannes zugeschaltet. Aber mein Name ist Cornelia Dietsch und ich bin die Leiterin des Kulturamtes. Ja, Sie können gerne reden. Ich würde gerne die Anregungen von Herrn Foscanian aufnehmen, weil das eben auch für das Kulturamt ein ganz wichtiges Thema ist. Das heißt, das Thema Jugendkultur, wo ich auch sagen muss, das ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen runter, auch bei uns im Kulturamt, weil Kultur in Wetzlar, sag ich mal, wenn man die Projekte sieht, die wir haben, die auch vielleicht über unsere Grenzen hinaus bekannt sind, die Festspiele oder die Konzerte der Kulturgemeinschaft der Theaterin, was weiß ich, das wird wahrgenommen, aber es ist ja auch Kultur, die sich im Kleinen abspielt und auch mit viel Ehrenamt. Und es ist nicht die Frage, ob zu einer kulturellen Veranstaltung 500 Leute kommen oder ob es 50 sind, die sich dafür interessieren. Das ist nicht die Frage, sondern Kultur umfasst alle Bereiche in unserer Stadt. Und ich möchte dann anmerken oder auch hier in diese Runde die Anregung geben, dass wir seit jetzt über einem Jahr mit einer externen Agentur ein Kulturkonzept für diese Stadt erarbeiten. Und wir natürlich pandemiebedingt einige Formate nicht durchführen konnten. Aber wenn es klappt und wenn es Corona zulässt, würden wir gerne im Juli einen großen Auftakt-Workshop machen, wo alle Kulturinteressenten, also kulturinteressierten Menschen dieser Stadt eingeladen sind. Das heißt von jung bis alt, von allen möglichen Richtungen. Im Herbst wollen wir gerne, weil das Thema Jugendkultur für uns ein ganz wichtiges ist, einen Workshop durchführen, der sich speziell an Jugendliche richtet. Das heißt, wir wollen wissen, was ist euer Verständnis von Kultur in Wetzlar? Was hättet ihr gerne? Was vermisst ihr? Und ich möchte jetzt dafür werben, dass möglichst viele, die vielleicht heute Abend oder auch später diese Aufzeichnung sehen, sich für diesen Workshop anmelden oder auch vielleicht bereit sind, auch schon diesen großen Auftakt-Workshop zu besuchen.
wo wir Vorschläge machen können, die in konkreten Vorschlägen münden, die wir auch umsetzen können oder die wir dann auch den politisch Verantwortlichen präsentieren können. Dass wir sagen, das fehlt in unserer Stadt und das wünschen sich Jugendliche. Und deshalb möchte ich jetzt hier an dieser Stelle dafür werben, dass alle, die jetzt heute Abend dabei sind und zuhören, sich anmelden, sowohl für den Auftakt-Workshop, wenn er denn stattfinden kann im Juli, als auch für den Jugendworkshop im Herbst über unsere städtische Website Kulturamt und dann die E-Mail an mich richten, dass wir auch alle, die Interesse haben, gezielt einladen können. Das wäre jetzt mein Anliegen und ich hoffe, dass es breit gestreut wird und viele Interesse haben, daran teilzunehmen. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Herr Huttl, Sie hatten sich vorhin gemeldet. Wollen Sie immer noch was sagen oder hat sich das erledigt? Hier, Herr Huttl, gerne Olli weiterhin, wenn du magst. Okay. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass der Schäfer eben gerade noch die Graffitis angesprochen haben. Das ist ja schon sehr, sehr lange, aber ich weiß nicht, ob es alle wissen. Es gibt ja legal besprühbare Wände in Wetzlar, die für alle auch nutzbar sind eigentlich. Zum Beispiel bei dem Freibad, das natürlich jetzt auch gerade nicht geöffnet ist, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Wetters, aber hinterm Freibad gibt es ja Wände, die regelmäßig auch überstrichen werden, wo immer neu legal gesprayt werden darf. Außerdem gibt es immer wieder die Möglichkeit, über uns zum Beispiel auch an Sprayaktionen teilzunehmen, was wir auch immer wieder im Programm haben. Aber da kann tatsächlich losgelöst von uns im offenen, öffentlichen Raum und ohne uns auch schon etwas stattfinden. Das nur da noch als Ergänzung, weil klar gehört das auf jeden Fall auch zu gewissen Jugendkulturen absolut zu. Dankeschön, Olli. So, Alex und Oda. Dann jetzt Alex. Hallo. Ja, ganz kurzer Beitrag noch von mir. Im Moment leiden wir ja alle, was Kultur angeht, extrem unter der Corona-Situation. Ich möchte den Blick kurz auf größer machen auf die nächsten Jahre hin. Ich habe beruflich bedingt mit sehr, sehr vielen Vereinen zu tun und da sind auch viele kulturtreibende und kulturtragende Vereine dabei. Und in dem Bereich sieht es so aus, dass vor allen Dingen dann, wenn man so in den ländlichen Bereich reingeht, da ein extremes Problem anrollt, dass nämlich der Überalterung, dass da viele, die Verantwortung tragen, schon sehr alt sind und Dinge nicht mehr leisten können. Und gerade wenn es in den dörflichen Bereich reingeht, voraussichtlich in den nächsten, denke ich mal, 10 Jahren viele Chöre, Gesangvereine, Kultur- und Sportgemeinschaften untergehen werden. Das Einzige, wo es noch günstig aussieht, das sind so diese Sport- und Gesundheitssachen, aber alles, was so die althergebrachte Kultur angeht, da werden bald die Lichter ausgehen, wenn nicht ganz neue Wege gefunden werden, um junge Menschen damit reinzubringen. Das mag vielleicht hier in der Stadt, im städtischen Bereich nicht so extrem sein, aber tendenziell ist es hier wahrscheinlich ähnlich, nur nicht so krass wie auf dem Dorf. Dankeschön. So, iPad von Andrea meldet sich. Sie können, wenn Sie wollen. Sie sind noch stumm geschaltet. Normalerweise sollte unten links auf dem Bildschirm in der Leiste ein Knopf sein, wo Sie sich entstummen können. Okay, wenn das nicht klappt, dann vielleicht erst der Herr Steinraths und wir versuchen es später nochmal. Machen wir es so. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Veranstaltung. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Die Einladung war einfach ein bisschen zu kurzfristig. Ich habe um 20 Uhr die nächste Telefonkonferenz. Eine super Idee, das hier zu machen. Und wie gesagt, Wetzlar hat viel zu bieten und auch die Frau Dietsch hat ja das gerade nochmal gesagt, dass wir auch versuchen, gerade junge Leute in das ganze Kulturgeschehen mit reinzubringen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und ich denke mal, dass ihr von Hessencamp, dadurch, dass ihr das Thema
überhaupt aufgebracht habt. Und bei Hessen-Chem sind ja jetzt mal vom Joachim abgesehen fast nur noch junge Leute. Und ja, du hast gesagt, wer ist 59? Also von der Seite her freue ich mich, dass der Ball da aufgenommen worden ist. Und ich wünsche einfach allen noch einen schönen Abend, noch euch gute Beratung und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Termin. Macht's gut, danke. Dankeschön, Ihnen auch. Gut, versuchen Sie es jetzt nochmal mit der Entstummung. Okay, wenn es nicht klappt, dann scheint es leider nicht zu klappen. So, Bettina, Sie sind dran. Ja, okay, danke schön. Also ich bin Bettina Trössig von der Flüchtlingshilfe. Ich möchte mal für eine Klientel sprechen, die ja nicht immer eine Stimme hat, wenn sie sich nicht gerade, sagen wir mal, wie bei MAS engagieren. Was wir festgestellt haben, also was Flüchtlinge anbetrifft, das Problem ist, dass sie sich erstmal, also gerade junge Leute, erstmal so unter sich praktisch in ihrer Sprache, in ihrer Kultur erstmal finden müssen, wollen, um dann sozusagen etwas geschlossener an die Öffentlichkeit zu treten. Und da ist das Problem, das ist natürlich in Corona-Zeiten sowieso, aber auch sonst das Problem der Möglichkeiten gibt, wo trifft man sich, wo kann man sich zusammenrotten, ja. Wir haben also mehrere, das war noch in der Zeit, als man sich noch mehr treffen konnte als 2 oder 3 Personen, Teenager-Gruppen aufgebaut, ja, also sozusagen als Sprachhomogene. Und da sind unglaublich tolle Ideen zustande gekommen. Und wir haben dann ein Thema gewählt und haben gesagt, das Thema Heimat und Strich oder Zuhause, das ist ja ein Unterschied, ja, wo komme ich her und wo fühle ich mich zu Hause. Da wird es sicher ein ganz großes Potenzial da sein, auch an verschiedenen Möglichkeiten, aber das Problem ist jetzt, wo trifft man sich? Also die prekären Wohnverhältnisse, aus denen die kommen, da kann man sich nicht irgendwie mal so nett untereinander treffen. Deswegen glaube ich, es ist ein großes Potenzial da, aber wir müssen schauen, wo kriegen wir die Räume her, wo sie sich treffen können. Und das ist ein großes Desiderat, auch nicht nur für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die durchaus sagen, wir könnten was bieten, aber wo treffen wir es? Wo haben wir einen Platz, wo wir uns treffen können? Das wollte ich bloß nochmal dazu sagen, dass das etwas natürlich wie alles hemmend jetzt ist. Aber ich denke auch selbst in Zeiten, wo man sich dann wieder mal treffen könnte, die Frage der Räumlichkeiten ist doch immer das Prekäre. Danke. Zu den Mängeln wollten wir auch in einem späteren Teil nochmal kommen. Wenn jetzt niemand noch dringend was zu dem Punkt zu sagen hat, was bekommen Sie an Kultur in Wetzlar mit? Sie können später auch immer nochmal was sagen.